Vor 30 Jahren hinterfragte Oliver Stone filmisch die Geschehnisse rund um die Ermordung von John F. Kennedy. Damals mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Ab diesem Donnerstag wagt er einen neuen dokumentarischen Blick inklusive neuer Zeugenaussagen und Fakten. Und damit geht es hier jetzt um JFK Revisited. Der 22. November 1963 wird der Welt als der Tag im Gedächtnis bleiben, an dem der US-Präsident John F. Kennedy durch ein Attentat in Dallas ums Leben kam. Es dauerte nicht lange, bis Lee Harvey Oswald als Tatverdächtiger der Öffentlichkeit präsentiert wurde, ehe er selbst durch einen Angriff mit einer Schusswaffe ums Leben kam. Dabei scheiterte und scheitert noch immer die Aufarbeitung des Mordes am US-Präsidenten an verschlossenen und vernichteten Akten, Aussagen, die unter Druck getätigt wurden, sowie jeder Menge Ungereimtheiten. Auf dem Weg zur Wahrheitsfindung nimmt Oliver Stone neu veröffentlichte Dokumente, Zeugenaussagen und Beweise genauer unter die Lupe und knüpft somit an seinen Film John F. Kennedy, Tatort Dallas nach 30 Jahren an. JFK Revisited, die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy, im Original JFK Revisited Through the Looking Glass, geht 118 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 18. November 2021 in den deutschen Kinos, ist eine Dokumentation von eben Oliver Stone. Der ist unter anderem Regisseur von Snowden, von Wall Street 1 und 2, von Geboren am 4. Juli, Platoon, World Trade Center, Natural Born Killers. Wenn man das alles hört, da weiß man, Oliver Stone ist einer, der ist auch gern immer politisch unterwegs. Der ist auch einer, der den Blickwinkel ein, der weiß, wie Kino funktioniert, der weiß, wie man Publikum in den Bann ziehen kann. Und wenn man sich dann natürlich an so ein Thema wie die Ermordung von JFK wagt, und sein Film damals hatte eine große, breite Öffentlichkeit und hat auch für Gesetzesänderungen zumindest mit eingewirkt, teilweise in den USA, wenn es darum geht, wann welche Dokumente offengelegt werden, ist er eben jemand, den man vielleicht auch mit einer gewissen Vorsicht genießen muss. Er stellt Fragen, er hinterfragt, nimmt viele Dinge auf, weil auch im Laufe der letzten 30 Jahre viele Dinge ans Tageslicht gekommen sind, Aussagen existieren, die, wenn man sie in die richtige Verbindung setzt, zumindest eine endlose Menge an Fragezeichen aufwirft. Aber auch JFK Revisited, wenn man den deutschen Zusatz wählt, die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy, ist dann eher eben mit großer Vorsicht zu genießen, weil am Ende dieser Dokumentation ist man nicht unbedingt wesentlich schlauer, aber man ist sich irgendwie sicherer, dass man nicht weiß, was passiert ist. Dieses Attentat ist wohl eines der größten Mysterien auf politischer Ebene überhaupt des 20. Jahrhunderts. Und ein Großteil der Bevölkerung weltweit, wenn es darum geht, glaubt, dass da zumindest Lee Harvey Oswald nicht die Rolle spielt, die man in der Öffentlichkeit transportiert. Ob wir jemals erfahren, was wirklich passiert ist, sei auch mal dahingestellt. Über die 118 Minuten schafft es trotzdem Oliver Stone, wie ich finde, ziemlich spannende Interviewpartner und Geschehnisse aneinander zu reihen, wo man sich immer trotzdem dessen gewahr sein muss, dass man sagt, okay, interessant, okay, das nehme ich mit, okay, das checke ich nochmal, okay, hier müsste man die Quellen prüfen und so weiter und so fort. Aber wenn man sich politisch interessiert, ist es auf jeden Fall eine Bereicherung, weil die Qualität und auch einfach dieses intrinsische Interesse, was aus der Dokumentation herauswirkt, auf jeden Fall etwas Packendes hat. Das kann natürlich für Leute, die es gar nicht interessiert hat, absolut trocken sein, aber ich muss unterm Strich sagen und will es jetzt auch nicht unnötig länger halten, weil es ist so dann doch relativ standardisiertes Archivmaterial, gekoppelt mit frischen Interviews und Interviewpartnern, dann so eben einem Look, der sich daraus ergibt, der immer so Neues greift auf Altes zu und neue Dinge, die ans Licht gekommen sind, werden mit alten Fakten vermengt und dann hinterfragt, kann das überhaupt stimmen, was diese Person dann und wann gesagt hat, und versucht das dann chronologisch in eine Reihenfolge zu bringen und zumindest so aufzuarbeiten, dass man nicht unmittelbar extrem tief in dem Geschehen Bescheid wissen muss, aber gleichzeitig man so mitgenommen wird und so ein bisschen die Ebenen versteht. Aber dennoch eben man rausgeht und sagt, aha, ich wusste jetzt genauso viel wenig nicht wie vorher auch dann und wann. So verwirrend, wie es jetzt klingt, kann JFK Revisited auch sein. Aber für alle, die sich thematisch da irgendwie interessieren, würde ich immer sagen, Dinge mitnehmen, Dinge aufsaugen, nicht immer alles glauben, aber zumindest wissen, dass Standpunkte existieren, dass Fakten existieren, dass Vermutungen existieren, aber auch trennen, was sind Fakten, was sind Vermutungen, was sind Perspektiven, eigene Meinungen bilden und im Austausch bleiben und nicht ständig blocken. Und da finde ich jetzt JFK Revisited definitiv interessant genug, um sich das anzuschauen. Ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass es etwas wäre, wo ich auch wunderbar damit leben kann, es zu Hause auf der Leinwand oder wo auch immer zu schauen und das dann einzusaugen, weil ich da vor allem eine absolute Ruhe sehr zu schätzen weiß um mich herum, wenn im Kino Leute ringsherum rascheln sollten oder was auch immer, wird mich das, glaube ich, sehr nerven. Also nicht unbedingt eine Doku, die zwangsläufig aufgrund der Bildgewalt unbedingt im Kino stattfinden müsste, aber da ich natürlich
prinzipiell sage, geht ins Kino, wann immer ihr könnt und wollt. Definitiv der Hinweis, ab diesem Donnerstag ist im JFK Revisited dort ansehbar. Dokumentation, da liegen bei mir ja keine Wertung, aber dennoch war es mir eine Herzensangelegenheit, darauf hinzuweisen, dass dieses Ding diese Woche in den deutschen Kinos startet. Habe ich hiermit getan und deswegen bedanke ich mich jetzt fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.